Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nach einer sehr langen Pause. Ja, ab jetzt soll wieder jede Woche ein Video kommen. Ich hoffe, es ist nicht gerade zu laut der Wind, denn wie ihr hört, es ist sehr windig hier draußen. Und ja, hier geht gerade die Sonne auf. Also wir haben recht früh, wir haben vielleicht ja 8 Uhr oder so, als ich jetzt gerade das Video aufnehme. Und ja, heute soll es am Camp weitergehen. Letztes Mal ist mir das Akku ausgegangen, als ich filmen wollte. Und habe dann schon so ein bisschen was gebaut. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das, die Wand wieder neu hoch, die ich letztes Mal dann abgeschnitten habe. Und ja, würde ich sagen, los geht's. So Leute, hier etwas Kleines, was ich letztes Mal gebaut habe. Und zwar habe ich hier angefangen, mal die Wand testweise mit Lehm zu verkleiden. Ich finde, es sieht schon richtig nice aus, wie das getrocknet ist. Es sind zwar ein paar Risse drin, aber ich glaube, es wird so, wenn es trocknet. Aber sonst, glaube ich, sieht es hier mega geil aus und es dichtet auch so komplett die Wand halt ab. Und ich hatte halt überlegt, das komplett am Boden um mein Camp herumzubauen, damit ich so ein bisschen geschützter bin. Und ja, hier haben wir letztes Mal die Wand abgebaut, da wir hier die Pfosten erneuert haben hier hinten. Und ja, ich würde sagen, ich werde die Pfosten jetzt, also die Querbalken, mal wieder drauflegen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, ich habe jetzt die Wand hier um einiges erhöht. Ja, vor allem hier im Bereich, wo mein Bett ist, wo er am höchsten sein soll. Und ja, das nächste Ziel ist dann, diese Wand hier nochmal zu reparieren. Weil wie man sieht, ist die sehr dick. Teilweise 3 Stöcke an einer, also auf einer Höhe. Und hier der Halbpfosten ist schon lose. Das will ich mal ändern. Und ja, das werde ich demnächst dann auch tun. Ja, wenn ihr findet, dass ich das hier so mit dem Leben überall machen soll, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Dann sehe ich nämlich, dass es euch gefällt, wenn ich hier so alles mit Lehm auskleide. Und das wird noch ein bisschen dauern, weil erstens ist es viel Arbeit und zweitens ja, muss es dafür ein bisschen wärmer sein, damit man mit Wasser und Lehm halt arbeiten kann. Ja, wie man sieht, es wird langsam Frühling. Überall hier kommen die ersten Brennnesseln hoch. Ich freue mich, wenn es dann bald den ersten Brennnesseltee bzw. Brennnesselspinat gibt. Wird es dann mal ein extra Video zu geben zu dieser schönen Pflanze, die doch sehr viel kann, aber auch sehr viel Schmerzen bereiten kann. Ja. Auch hier langsam wird die Landschaft grün. Die ersten Pflanzen beginnen zu sprießen. Ja, ich freue mich, wenn wieder hier alles grün ist. Und ja, dann ist einfach die Sicht wieder viel eingeschränkter. So, ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall heute noch die Wand abreißen. Ob ich sie nochmal neu aufbaue, weiß ich noch nicht heute, aber abreißen werde ich sie auf jeden Fall heute noch. Und ja, los geht's. So viel dazu. Hier seht ihr mal, was passiert. Wenn man die Pfosten rausnimmt, es kommt einem alles entgegen. Ja, es wird jetzt gerade beiseite geräumt und dann denke ich, schaffe ich auch noch heute mit der neuen Mauer auf jeden Fall anzufangen. Los geht's! So, damit ist das Ganze jetzt abgebaut und offen. Ja, da mein eigentliches Bett rechts. Und ja, ich hatte mir überlegt, weil hier jetzt sehr viel Holz liegt, daraus ein Trapperbett zu bauen. Also so 2 Balken und dann quer welche drauf. Wenn ihr das cool findet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Vielleicht wird dann aus dem Bett hier auch mal ein Trapperbett. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen anfangen zu bauen und melde mich dann gleich wieder. Ich nehme jetzt so ein Stück Naturschnur. Und verbinde diese hier mit dem Baum, damit unser Pfosten einfach stabil steht.
das Ganze mache ich dann noch auf der anderen Seite. Und zwar genau hier. So, der Pfosten ist fest. Jetzt kommt wieder oben Schnur dran. Hier oben. So, der zweite Pfosten ist jetzt auch fest. Und jetzt beginnt das Einstapeln des Holzes. Leider aufhören erstmal wieder mit der Wand, weil ich erstmal neues Holz suchen gehen muss, was eigentlich immer die meiste Arbeit macht. So Leute, das war's mit dem Video. Ich habe heute wieder einiges im Camp geschafft. Die Rückwand ist neu gebaut, die hintere Wand, die hinter uns ist, die Wand hier links von mir ist fast fertig gebaut. Ja, lasst jetzt mal einen Kommentar da, ob ich das mit dem ausfüllen soll. Und ja, nächstes Mal werden wir hier vorne die Wand weiterbauen und je nachdem, ob ihr es wollt, ein Trepperbett hinten reinbauen. Und ja, das Dach wird auch ausgebessert. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.